Hallo hier bei Deutschlandwetter zur morgendlichen Wettervorhersage. In diesem Video schauen wir mal ein bisschen genauer auf das Wetter in den kommenden Tagen und dann noch ein bisschen weiter bis 24. September. Dort ist nach dem gestrigen 18er Lauf ein schweres Sturmtief dann unterwegs. Schauen wir jetzt mal auf die Tageshöchsttemperaturen vom gestrigen Tag. Da sehen wir doch, dass wir doch einmal 24,9 Grad gemessen haben. Das war einmal im Oberrhein. Und ähnliche Werte gab es auch im Südosten. Die Tagesmitteltemperatur lag bei 19,89 Grad. Fangen wir jetzt direkt an mit dem Wetter am heutigen Freitag noch. Und da sehen wir einen Mix aus Sonne und Wolken, der über uns hinwegziehen wird. Vielleicht an den Alpen noch einzelne Schauer unterwegs. Sonst bleibt es meist den ganzen Tag trocken. Schauen wir jetzt mal auf die Temperaturen, die gemessen werden würden nach dem EZMWF-Modell. Und dann hätten wir doch am Oberrhein bis zu 25, 26 Grad, die gemessen werden würden. Auch sonst würde es nicht besonders kalt werden. Vielleicht mal Richtung Nord- und Ostsee zweistellige Werte unter 20 Grad durchaus möglich. Schauen wir jetzt mal auf den Samstag. Und der Samstag bringt weiterhin sehr viel Sonnenschein. Vor allem in der Osthälfte ist dies der Fall, aber auch im Westen kann die Sonne von Minute zu Minute des Tages immer länger und länger rauskommen. Und dazu hätten wir folgende Temperaturen in 12 Metern Höhe. Und sie sehen wie folgt aus. Meistens zwischen 20 und 27 Grad. Die 30 Grad Marke wird jetzt erstmal nicht antendiert. Die wird auch nicht berechnet. Schauen wir dann als nächstes jetzt mal auf das Wetter am Sonntag. Und am Sonntag gibt es doch einen Mix weiterhin aus viel Sonnenschein und ein paar Wolken. Und vielleicht kommt vom Südwesten erste teilweise auch mal leichte bis mäßige Schauer auf. Vielleicht ist auch schon mal ein Gewitter mit dabei. Dazu würden wir folgende Temperaturen messen und die sehen wie folgt aus. Von knapp bis zu 27, 28 Grad im Süddeutschland und bis zu 17 Grad im Nordwesten. Vielleicht erreichen wir irgendwo auch mal die 29 Grad. Schauen wir jetzt auch zum Schluss auf den Montag fast. Und der Montag bringt schon am Vormittag und am Mittag teils heftige Schauer und Gewitter mit sich, die auch mal etwas kräftiger ausfallen können, örtlich mit Unwettergefahr nochmal. Also es ist jetzt das große Wärme- und Gewitterfinale am Montag. Schauen wir uns auf die Kelvin-Werte, die sind doch auch deutlich erhöht. In der Westhälfte erreichen wir Werte bis 1500 Kilojoule örtlich. In den Alpen auch örtlich und in der Südhälfte erreichen wir meist Kelvin-Werte bis 1000 Kilojoule. Das nur örtlich. Und im Nordosten hätten wir kaum erhöhte Kelvin-Werte. Und dann am Montag steigen die Temperaturen, vor allem in der Osthälfte nochmal an. Bis 30 Grad werden hier berechnet. So rum Sachsen, Leipzig, Freiberg, Dresden, diese Temperaturen und vom Westen wird es kühler werden mit Temperaturen zwischen 16 und nur noch 20 Grad. Und jetzt kommen wir in die Zeit des wechselhaften Wetters dann rein und dann hätten wir dann am Dienstag vom Nordwesten viele Schauer, einzelne Gewitter mit dabei und dazu hätten wir auch viel Wind. Nur Richtung Osten wird es nur am Vormittag regnen und am Nachmittag scheint hier auch mal ab und zu vielleicht die Sonne. Und wenn man dann die Temperaturen vergleicht, dann kommt sowas zustande. 16 bis 18 Grad meistens in der Westhälfte, im Osten bis 22 Grad möglich. Aber mehr ist an diesem Tag auch nicht bei den Höchsttemperaturen zu holen. Wir erreichen, wie gesagt, nur diese Temperaturen, die ich gerade erwähnt habe. Dann schauen wir jetzt nochmal auf den 24. September. Und da sehen wir doch gut hier auf der Nordsee und auf dem Ärmelkanal hohe Windgeschwindigkeiten von teilweise bis 100 und über 100 km/h. Und zu uns nach Deutschland würden Windböen zwischen 70 und 90 km/h meistens ankommen. Richtung äußerster Südost wäre gar nichts los in Sachen Wind, ist aber auch nur eine grobe Einschätzung, was da passieren könnte.
Schauen wir jetzt zum Schluss noch auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe und die Niederschlagssignale. Hier einmal für Heinsberg im Westen an der Grenze zu Niederlanden. Und da sieht man doch gut, dass wir hier meist Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad haben jetzt ab dem 15. September. Und dazu sehr, sehr viele Niederschläge, meist als Schauer und Gewitter. Manchmal auch ein paar Regengebiete mit dabei, die durchziehen. Das Ganze schauen wir uns noch in Frankfurt an der Oder an. Auch hier gut zu erkennen, in diesen absteigenden Ast sozusagen. Und dann würden wir auch hier nur noch bei Temperaturen bei 15 bis 20 Grad liegen bleiben. Und aber hier wären die Niederschlagssignale nicht so deutlich ausgeprägt, wie gesagt. Und das war's dann in diesem Update. Wir sehen uns dann im nächsten Update wieder. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lassen würdet. Ihr könnt jetzt bei mir beim Kanal auch Mitglied werden. Und wir sehen uns heute rein. Bis zum nächsten Video und ciao.